Und im Endeffekt, ja. So, und dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Geht der Schrank auf? Geht der nicht auf? Oh, der ist schon extrem durchgegammelt. Naja, vielleicht liegt es daran, dass er andersrum steht. Der Zugang ist auf der anderen Seite. Bisher bei DK Dream. What? Also ganz ehrlich, das habe ich jetzt nicht erwartet. Von außen sieht das so strikt und einfach aus wie so ein Kasten einfach. Und dann hast du hier so eine bunten Fenster. Hier ist auf jeden Fall das alte Foyer. Ja, das heißt, man konntest hier links und rechts hier rein. Da hängt sogar noch der alte Briefkasten. Nice. Auch der rote Teppich, also es ist wirklich sehr edel. Ich denke mal, die haben das sich zurechtgerückt für Veranstaltungen, eben dann hier Platz zu machen und zu tanzen. Und ein Schuh. Wie immer. Findet man immer. Ich möchte mich dazu nicht äußern, okay? Was haben wir da? Ich kenne das alles gar nicht. Rockford. Das ist Wiener Café. Das muss ein Kaffeeschnaps gewesen sein. Also Richtung Amarula. Ferne Branca. Flüssigreiniger für Weichwasser. Okay, also war hier praktisch Lager für alles, was so Textilreinigung benötigt wurde. Land, ja. Ah, Teppichreinigung hier. Und da hast du es auch datiert. Abgang bestand. Das erste war 1995. Ach nee, das war das letzte. 95 der letzte Eintrag und der erste 93. Ja, hier geht's ja weiter. Hier geht's ja weiter. Lohstein, ja. Also hier war auf jeden Fall dann wirklich das Lager für das ganze Hotel, nehme ich mal an. Und ich weiß auch warum. Kühlstelle 4. Und das erklärt auch die dicken Türen, ey. Das ist schon Nummer 2. Das muss hier ein alter Kühlraum sein oder sowas, ne? Frankie, hast du einen Plan? Was ist das da, ein Kühlraum? Oder? Kühlraum. Ich habe draußen auch Relais gesehen, welche die Türheizung, damit die Türen nicht anfrieren, steuern. Ah, cool. Zudem ist da hinten. Und alleine hier hast du ja auch nochmal die Anzeige mit Temperaturen und so weiter. Oh. Der Bereich geht von, könnte ich auch noch, minus 20 bis plus 20 Grad. Ist jetzt nicht mehr so viel drin. Abgesehen von einem alten Thermometer, das gleiche, was wir vorher auch gefunden haben, und einer kleinen Regaleinheit war es das leider. Aber cool, Kühlraum halt, ne? Also, auch mal schön gesehen zu haben.
Lass uns weiter. Und los. Das sieht aus wie ein Bildschirm vom alten Atari. Aber ich denke mal, das ist bloß ein normaler Bildschirm. Aber ein kleiner Fernseher, das hätte gesagt. Gucken wir mal. Modell PC 958. Computer, Hard- und Software. Ist wirklich ein Monitor. Hier kann man die Höhe noch einstellen. Die Höhe und eine Haarphase. Das weiß ich gerade nicht, was es ist. Ja, die Stromversorgung von 1990. Sämtliche alten Schränke und das sind hier Büroschränke. Und das ist geil. Das ist geil. Also entweder Werkstatt und das kommt auch von der Länge des Regalbodens hin. Hier hast du noch alte Dübel, Schrauben, Muttern. Hier hast du einen kleinen Trafo, eine Sicherung fürs Auto eigentlich. Und all so ein Gedöns. Eigentlich ganz cool. Was haben wir denn hier gefunden? Jetzt einen Ordner mit. Ja, was ist das hier? Keine Ahnung. Was Frankfurt, Eberswalde. Berufsausbildung. Spezialisierung, Schlüsselnummer. Tätigkeit, Arbeitsbereich. Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Arbeitszeugnis oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? Mit der Qualifikation und hier Schicht oder welche Arbeitszeit. Ja, was haben wir hier noch? Frankie, was ist das hier? Das gleiche in grün. Ah ja, stimmt. Gleiche Stammdaten. Arbeitskräfte, Stammdaten belegt. Nummer 4. Das ist eine Aufschlüsselung von den Personen, die hier wahrscheinlich gearbeitet haben. Mhm. Personalakten sogenannte? Im Endeffekt, ja. Hier sind ganz, ganz viele Farbeimer. Was? Fußbodenfarbe. Na, wer hätte das gedacht? Oh, hier riecht es aber. Fußbodenfarbe und es riecht hier extrem nach Lack, nach allem Scheiß irgendwie. Seidenglanz und so weiter. Hier ist noch Tapete, da sind noch diverse Toiletten, Deckel und dergleichen. Also wirklich ein alter Lagerraum. Also auch die Regale, die hier drin stehen, deuten einfach mal darauf hin. Wie gesagt, abgesehen von Farben, Toiletten und Tapeten ist hier erstmal nichts. Disco im Keller. Nice, Alter. Guck dir das mal an, Dicker. Komm mal ran. Das ist wirklich eine Original-Disco, wie man es kennt. Das könnte als Club Live Berlin noch zählen. Und ich meine, manche Spots in Berlin sehen nicht besser aus. Egal. Ne, die Decke war abgehangen, was sehr cool war. Aber hier hat man ein Feuer getobt. Ne? Siehst du oben die Schmauchspuren an der Decke.
Ja. Ja, definitiv alte Bareinheit. Hier waren die Einbauspots drin, den sieht man hier noch. Ne? Hier ein entsprechendes Leuchtmedium. Da unten war ein Kühlschrank. Ja, Kühlschrank. Hier hast du für die sanitären Einrichtungen praktisch. Also so. Ja, also eigentlich der Partykeller hier, oder? Ja. Ja, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir hier noch finden. Das ist so, was hier noch gibt. Der Spot ist, du hast auf beiden Seiten quasi so eine Räume mit Bar jeweils. Du konntest von allen Ecken hier auch vom Mittelgang überall an die Bar ran, dir dein Trinken holen. Hat es genug Platz zum Tanzen, Sitzen? Du weißt ja nicht, ob es vielleicht abgegrenzte Flächen war. Das heißt, vielleicht auch verschiedene Musikstilrichtungen. Wenn ich an heutige Diskotheken denke, ne, hast du ja trotzdem verschiedene Floors in dem Sinne. Und, ja, guck mal hier, jetzt haben wir hier den alten Technikschrank. Hier ist noch der gute, alte, sichere Ein-Ausschalter. Da kann man richtig den Saft wieder abdrehen, wenn es zu laut ist. Genau, du weißt auf jeden Fall, wann du es ausgemacht hast. Ja. Dahinter, das finde ich sehr geil. Das ist auch ein richtig schöner alter Schrank. Leider, ich will ihn gar nicht weiter anfassen, weil er schon echt hinüber ist. Aber der war mal echt schick. Genau, also hier waren die ganzen Sicherungen, sprich auch die ganzen Lichtschalter für die Beleuchtung der alten Diskothek. Das ist echt geil. Und hier dieser abgegrenzte Bereich, was du vorher sagtest. Ne? Das heißt, hier konnten sich die DJs, Barkeeper, whatever hier letztendlich rumstanden, konnten sich hier nochmal so ein bisschen zurückziehen. Also eine Art Backstage-Raum, wenn du so willst. So. Ja, Manny, guck mal, den Schrank kennst du, oder? Das ist doch dein Lieblingsschrank, oder? Der ist so der Klassiker, oder? Also das kennt man ja auch oft noch bei der Oma oder so, steht das auch rum, schön mit den Glastüren hinten verspiegelt, damit das nochmal besser wirkt. Und dann stand hier der Schnaps wahrscheinlich drin. Genau, ne? Der ganze hochwertige Scheiß wahrscheinlich auch. Oben ist ein kleineres Fach, ich denke, das war eher für Gläser gedacht. Und der untere Bereich, der passt 1A für Flaschen. Also der wirklich hochwertiges, Alkohol, die guten Flaschen, ja, das gute Zeug, wurde hier gelagert und du kamst ja direkt von der Seite direkt auf diesen Schrank zu. Das heißt, das Erste, was du eigentlich gesehen hast, abgesehen vom Barkeeper, war letztendlich diese Vitrine mit richtig geilen Getränken. Und das hat dir natürlich Bock auf diesen Abend gemacht. Das ist echt geil. Ich denke, dass das hier damals wirklich was Tolles war. Also ich meine, es wirkt super cool, diese Bar ist total zentral in der Mitte. Drumherum hattest du deinen Platz zum Feiern und überhaupt, also ich denke, das war ein geiles Ding hier. So, da sind wir jetzt schon wieder durch mit dem Ganzen, aber ich muss sagen, also ich bin zutiefst beeindruckt. Erstmal, es sieht von außen gar nicht so groß aus, es sieht unscheinbar aus. Und dann kommst du hier rein und diese vielen Highlights, ne? Sei es unten im Keller, sei es die Rezeption, dieser große Saal, also Wahnsinn. Da gehe ich absolut mit dir. Also ich habe es nicht erwartet, ich habe das echt nicht gedacht. Als ich diesen Bau gesehen habe, dachte ich, Mann, ey, nicht schon wieder. Nicht schon wieder so ein Kasernengebäude, was so total aussagelos ist. Und dann kommst du hier rein, hast diese übergeile Party-Location in dem Keller, richtig geil. Die Buntglasfenster hinter uns ist auch nicht so oft gegeben. Und das ganze Foyer, eben dieser Partysaal oder diese Festhalle, wenn du so möchtest, ist einfach richtig gut. Also ich bin echt froh, hier gewesen zu sein. Und ja, möchtest du noch irgendwas loswerden, was sagen an unsere Fangemeinde? Also ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen geflasht von dem Ganzen hier. Sehr beeindruckt. Ich hoffe, dass wir das alles gut rüberbringen konnten, euch das genauso gefallen hat. Ja. Eins würde ich gerne noch erwähnen, und zwar, das sind ganz, ganz liebe Grüße an den Kollegen Urban Gridder. Na, du erinnerst dich bestimmt, der zeigt ja wirklich jede Folge von uns auf Instagram. Das ist wirklich so ein Support, den man sich einfach nur wünschen kann. Und dafür wirklich von uns allen, alle acht, Dankeschön. Ganz, ganz großes Dankeschön. Und wir möchten uns eigentlich verabschieden von diesem Spot. Das hat uns echt gefallen hier. Und wir hoffen natürlich, ihr habt Spaß an unserem Video. Und ja, das war's von uns. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschö.
Ganz unten ist noch ein interessanter Spruch. Du willst ja nur, dass ich mich bücke. Ja, das ist hier ein Geländer. Das war ein Ferienlager gewesen. Relativ groß, ich glaube, was waren das? 82. Quadratmeter, ne? Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DK Dream. Wir sind heute in einer sehr, sehr kleinen Runde unterwegs. Ja, zwei fehlen leider. Beste Grüße natürlich gehen raus an die beiden. Und ja, Leute, wo sind wir heute? Das Gelände war ja mal ein Fanlager. Ja, gleich. Dicker, jetzt nimm mal das Handy weg, das sieht assi aus. Doch egal. Er rentiert immer durch Bier, Alter. Schön das Play. Das sieht assi aus. Dein Gesicht ist assi, Alter. Mach jetzt. Rockford. Das ist Wiener Kaffee. Das musste ein Kaffeeschnaps gewesen sein. Also Richtung Amarula. Fernand Branca. Du kennst nicht Fernand Branca? Doch, Fernand Branca war... Ich meine Melli, weil der meinte, sie kennt nichts davon. Nein, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Wow. Fernand Branca, das erinnert mich an einen... entschuldige ich, das ufert jetzt wieder ein bisschen aus. An einen Urlaub mit meinem Vater vor... Okay. Ab hier breche ich da mal ab. Hier sieht man richtig schön noch die Röhre, wo der Elektronenstrahl lang geht und sich langsam aufgebaut hat. Deswegen hat man hier auch eine Spule. Die okay, hat langsam wird es langweilig. Elektronen. Ey, das ist geil, mach weiter. Nee, langsam wird es echt ein bisschen nerdig so. Ist doch cool. Ja, komm, das ist ein Monitor, nur Dicker. Keiner hat sich dafür interessiert, was da drin ist. Ja, schön genau. Im Grün, am See. Und jetzt ehrlich, ist das Schleichwerbung? Nein. Das ist auch keine Schleichwerbung, da steht nicht Pepsi. Da steht Popsi. Popsi, richtig. Was? Moment. Melli ist die Einzige. Moment. Ich muss mal weg. Nein, okay. Als ob ich so schlecht aussehe. Ja, aber nicht beantworten, bitte. Also hier liegt noch Bleton Granulat en masse rum. Also sprich für jeden, der es nicht weiß, das ist ein Ersatz für Blumenerde, also ein alternatives Pflanzsubstrat, was eben eine hohe Wasserspeichereigenfähigkeit hat. Sehr cool. Frankie, was hast du da? Loch, wenn nicht den Markt reinfällt. Hier war wahrscheinlich auch ein Freizeitangebot. Nice. Das ist geil. Also entweder Werkstatt, und das kommt auch von der Länge des Regalbodens hin. Hier hast du noch alte Dübelschrauben, Muttern, hier hast du einen kleinen Trafo, eine Sicherung fürs Auto eigentlich. Und all so ein Gedöns, eigentlich ganz cool. Machst du wieder eine Trafo? Ja. Bist du Ratsch, Alter? Kannst du mal ja. Kurz ausmachen? Alter, nice, Alter. Einmal mit Profis. Ich wollte es gerade sagen. Ja, nee. Liegt noch mitten zwischen den Farben liegt sie tatsächlich und ich glaube, die passt dir, ne? Also wir müssen den Dialog von vorne noch ein bisschen aufwärmen. René sagt nämlich, wenn er zwei passende Flossen findet, springt er bei, wie viel haben wir heute? Minus 4 Grad. Ja, glaube ich, minus 4 Grad heute. Genau, dann springt er freiwillig in den See. Also eine haben wir schon. Leute, drückt uns die Daumen, ob wir noch so. Nummer zwei finden. Nein! Dicker Rutsch, Alter, nice! Wenn die Größe passt, dann gehst du halt baden, ne? Das ist dir bewusst. Du hast es zugesagt, du hast gesagt, ja, du hast da voll Bock drauf. Mhm. Aber die eine ist kaputt, das bringt mir leider nicht. Doch, die ist gut, die ist aerodynamisch geschnitten. Ja, los, ja, komm. Da bei deinem Kreis flossen dran, ne? Genau. Digga, zieh mal an jetzt. Nee, ja, das sehe ich jetzt schon, das passt nicht. Ja. Bei dem Quadratlatschen. Das könnte schwierig werden, du hast recht. Verdammt, schade. Schade. Ich hätte zu gern gesehen, wie du in den Tümpel kraust. Was? Oh ja? Naja, so Fotografen, die jetzt voll abgehen, so. Oh, oh fuck, Alter, ein geiler Stuhl. Gib's mir hart. Stell noch mal nice. Den Stein bis weiter nach links. Oh, oh. Verdammt, du geiler Schrank. Ja, was meinst du?